Okay, ich habe aus Versehen drauf gedrückt, dass ich nicht ohne den Stein gehe. Shit. Bist du irgendwie verwirrt? Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Enderal. Ich habe verkackt gerade beim Aufnehmen, denn meine Aufnahmetaste ist quasi die Bestätigen-Taste und deswegen, ja. Guck mal, wie doof sie ist. Ja, ich bin weg. Da liegen die Dalvarex. Der eine brennt, die andere ist erstochen. Und ihre Augen haben sich normalisiert. Rote Sonne. Okay. Schwarzer Stein der Dalvarex. Ach, Jasper. Komm, ich nehme dich mit. Sieht ein bisschen abgefackelt aus auf der Seite, ne? Ich finde es ein bisschen blöd, dass er tot ist. Wir haben jetzt so viel Zeit miteinander verbracht und jetzt liegt er hier und brennt. Klasse, ne? Na. Gehen wir weiter. Ich weiß nicht. Ich bin eiskalt. Aber es ist ein Spiel. So, du bist eine Tür, das sehe ich doch. Soll ich jetzt den normalen Weg zurücknehmen? Anscheinend, ne? Wie unvorhergesehen doch manchmal der Tod kommt. Es ist irgendwie bitter, nicht wahr? Ungerecht. Ich habe mich erschrocken. Ihr habt Cyrios getötet. Ihr seid wütend, weil ihr mich für den Tod eures Freundes verantwortlich macht. Aber ich habe nur getan, was getan werden musste. Bitte versucht, das zu verstehen. Was getan werden musste? Ihr hattet mich um ein Haar getötet. Ihr seid entzürnt über die Gefahren, die ich euch anscheinend gebracht habe. Aber was wäre wohl passiert, wenn ich nicht gewesen wäre? Lasst uns einen Blick wagen, Prophetin. Einen Blick in die Wirklichkeit, die ihr der Hiesigen so vorzuziehen scheint. 3 Stunden nach eurem Kampf im Bug läuft Kapitänin Rostius Schiff in Ark ein. Ihr wartet ab, bis der Lärm verstummt und schleicht mit eurem Kumpanen gemeinsam ans Deck. Und beinahe schafft ihr es, aber eben nur beinahe. Ein paar Meter vom rettenden Dock entfernt bemerkt ein Matrose namens Rajik eure Präsenz. Es bedarf keiner Erklärung, um zu verstehen, wer ihr seid. Und vielleicht würde Rajik euch unter normalen Umständen sogar laufen lassen, ist er doch eigentlich ein freundlicher und mitfühlender Mann. An diesem Tag aber leider nicht. Seit Jahren arbeitet er nämlich schon auf eine lang ersehnte Beförderung zum 8. Steuermannsmartin, aber erst heute früh wurde ihm die seinem verhassten Rivalen verliehen und er ist wütend. So unendlich wütend und enttäuscht. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Welche bessere Möglichkeit gäbe es, die Kapitänin von seiner Tauglichkeit zu überzeugen, als derjenige zu sein, der 2 blinde Passagiere findet? 2, die ganze Reise von den Vorräten der Mannschaft gezehrt haben? Von da an geht alles schnell. Ein Schwerthieb für euren Nacken, einen für den eures Freundes und niemand, der euch diesmal ein zweites Leben schenkt. Aber so ist es nicht geschehen. Der erste Flügelschlag ist geschehen. Und wo steht ihr nun? Ihr habt Fähigkeiten, von denen ihr nicht mal zu träumen gewagt hättet. Ihr könnt das Echo der Vergangenheit hören. Und ihr werdet Entscheidungen treffen, deren Ausmaß ihr selbst nur am Rande begreifen werdet. Sagt mir also, Prophetin, ist dieses Schicksal dem anderen nicht vorzuziehen? So ein Unsinn. Niemand kann die Zukunft vorhersehen. Außer ich vielleicht. Ihr glaubt mir nicht. Und ihr habt recht. Ich kann nicht in die Zukunft blicken. Tatsächlich ist das aber überhaupt nicht vonnöten. Alles, was es braucht, ist ein Blick unter die Oberfläche. Und man beginnt zu begreifen, dass wir alle nicht mehr als ein tosendes Meer aus Wahrscheinlichkeiten sind. Und lauscht man dem Tosen nur lange genug, wächst das Formlose schließlich in Form und das Unbegreifliche wird greifbar. Und was hat das alles nun zu bedeuten? Welche Rolle spielt ihr in diesem Zyklus? Seid ihr ein Hoher? Ihr wollt wissen, ob ich zu denen gehöre, die ihr bekämpft. Aber nein, das tue ich. Ups. Aber ihr versteht nicht, wovon ich spreche. Und vielleicht werdet ihr es auch nie verstehen. Und was soll das alles jetzt? Habt ihr noch etwas anderes? Nee, was mehr? Huch. Das Formlose bekommt Form. Soll das heißen, ihr könnt in andere Eventualitäten sehen? Andere Realitäten? Eure Frage ist, ob ich mehr als nur diesen einen Zweig sehen kann. Und die Antwort darauf ist, ja, das kann ich. Aber gemessen an dem, was ich bin, ist das keine schwer zu erlangende Gabe. Und was seid ihr? Ihr fragt nach dem Was, aber eure Frage sollte sein, wo. Und die Antwort darauf lautet, überall.
Was ihr hier seht, ist nur ein Splitter meiner selbst. Diese anderen Eventualitäten, die ihr erwähnt habt, oder grundsätzlich die anderen Eventualitäten, gibt es dort den Zyklus auch? Ihr wollt wissen, ob das, was ihr aufzuhalten versucht, auch andere Realitäten bedroht. Und ja, das tut es. Der Zyklus ist eine logische Konsequenz aus den richtigen Umständen, und die sind nicht auf euren Zweig beschränkt. Und was soll das alles jetzt? Habt ihr noch etwas anderes vor, als klug daherzureden? Ihr glaubt, dass es meine Absicht ist, euch zu verwirren, aber ihr irrt. Ich bin hier, weil ihr denkt, ich wäre es gewesen, die euch damals auf dem Schiff einen Menschen genommen hat. Und obwohl das nicht stimmt, gefällt es mir nicht, als pure Zerstörerin gesehen zu werden. Also werde ich meine eigentlich non-existente Schuld begleichen. Trete zurück. Ach, sie wird hier Hans-Dieter wiederbeleben. Finde ich sehr gut. Warte, ich bringe ihn dir. Wo ist sie? Ach, da. Yay! Yay! Lebt wohl, Prophetin. Vielleicht sehen wir uns wieder. Vielleicht auch nicht. Hey, Jesper, du bist in der Luft. Jesper? Habe ich ihn kaputt gemacht? Jesper? So heiße ich. Aber... Adila, was ist passiert? Sie ist verpackt. Sie hatte dich attackiert und ich musste doch etwas tun. Es tut mir so leid. Das... danke, aber... Ich... ich erinnere mich nur noch an einen Feuerblitz und dann... Schwärze. Alles ist so... verschwommen. Jesper, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber du warst tot. Was? Die verschleierte Frau vom Schiff. Sie hat dich irgendwie zurückgeholt. Ich verstehe es selbst nicht. Das ist alles etwas zu viel. Viel zu viel. Bitte, gib mir etwas Zeit mit Adila, in Ordnung? Geh nach Ark. Geh irgendwo hin. Aber bitte, lass mich allein. Bitte. Okay, Mr. Fliegender Mensch. Er kommt langsam auf den Boden der Tatsachen zurück. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Ich wünschte, ich hätte es anders lösen können, aber ich habe auf Aufnahme gedrückt. Tut mir leid. Er hat mich verdrückt. Jetzt ist sie tot. Dinge passieren, Bro! Kannst nicht ändern. So. Engel. Ein Lied der Stille. Machen wir zuerst Ketaron del Geos über den Verbleib des Schwarzen Steins befragen. Und damit müssen wir sozusagen zack, nach Ark zurück. Nach Ark zurück. Perfekt. Das ist nämlich genau das, was ich will, weil ich eine verdammte Rolle habe, die ich einsetzen möchte. Teleport nach Ark. Jetzt gern geändert, aber es ging nicht anders. Tut mir leid. Wahrscheinlich hätte sie so oder so sterben müssen. Adieu, mein Freund. Ich werde jetzt in den Himmel gehen, aufstehen. Hört meine Worte, o ehrenwerte Bewohner dieser heiligen Stadt. So. Vom heutigen. Wo genau muss ich jetzt hin? Zum Adelsviertel. Dankeschön, mehr wollte ich gar nicht wissen. So, auf in ein neues Geheimnis, würde ich sagen, ne? Hoffentlich war das nicht das Extremste von allen. Ihr seid Fremdländer, was?
Ihr hättet euch keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, um nach Enderal zu kommen. Was? Seit neuestem erhebt der Orden schon Wege, Unterstädter zu hütern. Muss mit eurem Herren sprechen, es ist wichtig. So ist es das. Dann hört mir mal gut zu. Ich werde dafür bezahlt, niemanden, und zwar absolut niemanden, der nicht ausdrücklich erwünscht ist, hineinzulassen. Und wer seid jetzt bitteschön ihr, dass ihr meint, dass ich ausgerechnet bei euch eine Ausnahme machen sollte? Hört her, lassen wir den Mist einfach. Entweder ihr lasst mich durch oder ihr werdet... Nein, okay. Wer ich bin, ist egal. Tatsache ist, dass es sich für euch lohnen könnte. Oh, na das klingt ja vielversprechend. Von wie viel sich lohnen sprechen wir denn hier? 10 Groschen. So viel mache ich in einer Stunde. Vergesst es. 100. Na schön, her damit. Ich werde dann mal eben verschwinden. Die Wachen drin werden denken, dass ihr erwartet werdet. Aber kommt ja nicht auf die Idee, etwas zu klauen und euch dabei erwischen zu lassen, in Ordnung? Ich habe mir euer Gesicht bestens gemerkt. Also los, rein mit euch. Bestens gemerkt. Und wir sehen uns nie wieder. Übrigens ist deine Rüstung ein bisschen kaputt. Geht doch. Ich meine, ich muss jetzt 100 Groschen ausgeben, aber... Ganz ehrlich, den Ärger will ich mir ersparen. Hallo, bist der Wache? Erwartet Meister Dalgais euch? Geht einfach hoch, er ist in seinem Schreibzimmer. War ich nicht. Möge sein Licht euch leiten. Was ist das für eine Stimme? Ich hab alles kaputt gemacht. Oh nein, hier backt alles wieder rum. Ja, guckt euch an, hier ist alles rumgeflogen. Ich hab nur eine Tür geöffnet. Hier fliegt alles rum. Na, schauen wir uns jetzt mal hier ein bisschen um, ne? Ach, so hätten wir uns reinhacken können. Ja, gut, ja, gut. Aber naja. Kann man ja nicht wissen, alles, ne? So, wo ist jetzt der Hans-Dieter? Wie soll ich da raus? Hä? Ja? Möge sein Licht euch leiten. Oh, diese Stimme. Göttlich. Hier ist keine Sau. Oh. Oh. Habe ich etwas für Meister? Weil ehrlich gesagt will ich meine Nerven dafür jetzt nicht aufbrauchen. Ah. Hä? Der Schatz gehört mir. Dab, 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 dab. Alles gehört mir. Pup, 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 pup. Oh! 3 Goldbahnen. Das nennst du einen Stapel? Ich hab gedacht, ich bin jetzt reich. Toll. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich hab gerade echt an Jackpot gedacht und ist da einfach nichts drin. Naja, das macht zumindest meine 100 Groschen wieder fit, ne? Ist auch alles nichts wert. Feinstahlschild. Pff, wertloser Kram. Geh wieder weg, hat sich nicht gelohnt. Ich hab gedacht, ich krieg jetzt hier mindestens 1000 Groschen zusammen. Und wieso soll ich hier jetzt rausgehen, hä? Ich verstehe das nicht. Ihr wollt mich verarschen, oder? Möge sein Licht euch leiten. Möge sein Licht. Möge sein Licht euch leiten. Alter, das ist. Das ist ja pervers, ist das. Okay, wo ist jetzt dieser Hans-Dieter? Der muss hier doch irgendwo rumchillen, oder nicht? Ah. Vielleicht hier oben.
Ja, bitte. Benötigt Schlüssel? Wo ist denn der Hans-Dieter? Essen habe ich jetzt schon genug geklaut. Ich brauche kein Essen mehr. Oh, Goldherz. Großartig. Ah. Ich hätte wissen müssen, dass dieser Söldner bestenfalls zum Kartoffelschälen getaugt hätte. Also, was wollt ihr? Mich ausrauben? Das würde ich mir nämlich in Anbetracht meines hochgeschätzten Keschan hier noch einmal gut überlegen. Immer mit der Ruhe, ich will mit euch reden. Ach, mit mir reden wollt ihr? Ihr seid wirklich dreist, wisst ihr das? Aber schön. Ihr habt Glück, dass ich diesen Charakterzug an Menschen mag. Dann sagt mal, was ihr mir so Dringendes mitzuteilen habt. Und fasst euch kurz. Es geht um die schwarzen Steine. Mir wurde gesagt, einer davon befand sich eine lange Zeit im Besitz eurer Familie. Könnt ihr das bestätigen? Was? Nein, da müsst ihr euch täuschen. Ich weiß nichts von einem schwarzen Stein. Und jetzt raus hier. Irgendwas sagt mir, dass ihr nicht ganz ehrlich zu mir seid. Ach, ist das so? Sag mal, wer glaubt ihr eigentlich, wen ihr hier vor euch habt? Ich müsste nur meinen kleinen Finger krümmen und ihr würdet den Rest eures Lebens als Lustsklavin in der Silberwolke verbringen. Ich hoffe, das ist euch klar. Und jetzt kusch zurück in die Küche, Weib. Wenn es nach mir ginge, dürften Frauen ohnehin kein Schwert am Gürtel tragen. Eine Schande, was aus unserer Gesellschaft geworden ist. Boah, ich mach dich kaputt. Bring meinen Gast vor die Tür und sorg dafür, dass er dort bleibt. Ja, es war ein Ladescreen. Einen Weg finden, unbemerkt ins Anwesen zu gelangen. Ja, das ist easy. Und ich werde den Penner einfach umbringen. Schon ganz easy. Lass mich hier nicht beleidigen. Du wirst schon sehen, was er davon hat. Ich werde mich jetzt hier durchmetzeln, Freunde. Ich werde abspeichern. Was? Ich darf unter keinen Umständen in das Blickfeld einer der Wachen gelangen oder aufhören zu schleichen. Mit etwas Glück könnte ich an ihnen vorbei in den zweiten Stock und dort in eines der unbewachten Zimmer gelangen. Okay. Mit etwas Glück? Ich mach sie alle kaputt, Alter. Der Erste, der mir hier entgegenkommt, der kriegt erstmal einen Pfeil in die Fresse. Bis. Okay, sie kommt von links. Ach komm. Okay, ist gar kein Problem. Ich kann hier warten. The fuck? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Lass mich raten, jetzt kommt sie von da. Kurz mal gespeichert. Sie ist tot. Verdammte Scheiße. Okay, sie kommt hier gleich angeschissen. Dann werde ich sie töten. Ah. Okay. Vielleicht ein bisschen ungünstig. Verdammt, hier ist einfach nur ein Bett, ne? Das ist die falsche Richtung. Ach Gott. Komm, wir machen das von hier aus nochmal neu. So, haben wir noch einen Unsichtbarkeitstrag am Start? Das wäre natürlich das Einfachste. Ich habe ja immer darauf geachtet, dass wir immer mindestens einen haben. 8 Sekunden, 15 Sekunden. Was zum? Das Geräusch eurer Schritte. Ach komm, ganz ehrlich. Du willst mich doch verarschen, oder? Was? Ich bin unsichtbar! Hier! Unsichtbar. Okay. So. Unsichtbar. Nichts und niemand kann mich sehen. Jetzt bin ich für eine Stunde unsichtbar. Ey, ich bin unsichtbar für eine Stunde! Meine Fresse.
Okay. Ich habe sonst nichts Besseres zu tun, als zu warten. Hey. Das ist voll so ein Hobby von mir. Ach komm, da kommt sie gerade angeschissen oder was? Okay. Wir versuchen mal einen auf YOLO zu machen. Vielleicht klappt das ja. YOLO! Oh Gott. Okay, eines Tages funktioniert das YOLO, das verspreche ich euch. Eines wunderschönen Tages funktioniert das YOLO. YOLO! Aha, ich sag's doch. Nein! Das ist doch nicht dein Ernst, ich hab's doch gerade geschafft. Okay, wie wir sehen, YOLO funktioniert prima. So, sag ich doch, YOLO funktioniert prima. Oh Mann. Wir speichern die auf jeden Fall an der Tür ab. Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Das kannst du doch nicht machen. YOLO, YOLO. So, Freunde, wir sind angekommen. Hier machen wir eine kleine Pause. Und sehen uns direkt morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann machen wir den Typen kalt, Alter. Sowas von. Haut rein, euer Zero und tschüss.